Think globally, act locally. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Was halten Sie von der Wahl oder von den Ergebnissen der verschiedenen Wahlen, die wir letzte Woche gehabt hatten? Kommunalwahl, Kreistagswahl und Europawahl. Sehr erschreckend oder überraschend war für viele Menschen, die sagten, hoppla, plötzlich ist eine Partei mit 4 Stimmen, zum Beispiel im Gemeinderat in Leimen, was nicht vorher war. Menschen fragen sich einfach, was ist eigentlich los mit unseren Kommunen oder im Kreistag, aber auch ganz besonders in Europa. In der EU vertreten eigentlich viele andere und in manchen Ländern ist es so weit, dass ein Präsident Angst haben muss, ob überhaupt irgendwas weitergeht. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist es nur einfach eine erschreckende Situation? Was ist eigentlich mit uns geworden? Was wollen eigentlich Menschen? Wie wollen sie eigentlich die Zukunft gestalten für uns, aber auch ganz besonders für unseren Kontinent Europa? Eine ganz, ganz wichtige Frage. Und hier komme ich einfach zu diesem Satz, was ich am Anfang sagte, dass man global denken soll und lokal handeln soll. Ich bin einer, der sagt, ja, ich bin gerne Weltbürger. Ich fliege gerne, weil ich einfach mit 2 Händen, 2 Füßen, 2 Augen und einer Nase und einem Mund in die Welt gekommen bin, wie jeder andere Mensch in dieser Welt. Das heißt, ich brauche doch eigentlich keine Grenzen zu haben. Ich möchte gerne frei sein. Ich möchte jedes Land als mein Land betrachten und jeden Menschen als meinen Bruder oder als meine Schwester. Das heißt, ich bin einfach ein Mensch, der gerne weltoffen sein möchte. Nicht umsonst bin ich schon seit fast 17 Jahren in dieser Stadt als Bürger. Aber auf der anderen Seite möchte ich gerne zeigen, wie wichtig das ist, die Nöte der Menschen vor Ort anzuschauen. Nicht, dass man irgendwie die Sorgen von China oder von einem Nigeria oder von einem Kolumbien zu denken, sondern einfach mal hier, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Für mich sind die Menschen, die vor Ort, die vor meinen Augen sind, die sind die Nächsten nach dem Wort Jesu. Das heißt, ich soll eigentlich ernst nehmen, wie hier ja, die Lösungen gefunden werden kann. Und das ist eigentlich die Aufgabe der Kommune. Sehr oft vermischen wir einfach diese Sachen. Klar, dass wir wirklich zu Hause diese Offenheit zeigen müssen, damit wir überhaupt in unserem Kreis, in unserem Land und dann in unserem Bund und in unserem Kontinent, aber auch in der ganzen Welt. Aber wir sollten uns hier konzentrieren. Die Menschen, die Nöte, die ja, Geschehnisse, was eigentlich in unserem ja, Dorf oder in unserer Stadt passiert. Nur dann können wir überhaupt diese Weltoffenheit haben. Die Ergebnisse der Wahl haben uns gezeigt, dass wir eine wichtige Hausaufgabe machen müssen. Ganz besonders die sogenannten Volksparteien, die bis jetzt sehr gut hier mit uns unterwegs waren. Wir müssen ganz genau fragen. Die Ergebnisse zeigen uns eigentlich, ja, was fehlt uns? Wie sollen wir die Zukunft gestalten? Ich als katholischer Priester habe auf jeden Fall lernen müssen und dürfen, dass wir eine große Welt gestalten, aber vor Ort, wie Jesus sagte, liebe den Nächsten wie dich selbst. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sollten global denken, aber lokal handeln. Und das ist der Auftrag, den wir nach dieser Wahl lernen dürfen und müssen. In diesem Sinne ein gesegnetes Wochenende und natürlich auch eine gute, tolle Woche.